Einen schönen guten Morgen, hier ist Outdoor Hessen. Ich bin hier an der Mecklenburgischen Seenplatte mit dem Fahrrad diesmal unterwegs. Und wenn ihr Lust habt, seid dabei. Hier bin ich gerade an der Havel. Jetzt muss ich mir erstmal hier einen Überblick beschaffen, wo ich hier genau bin. Also wo ich momentan bin, weiß ich noch. Nur durch das ganze Wasser, die Seen und den Kanälen hier kann man ja nicht einfach hier mal so kreuz und quer drüber fahren. Also muss ich mal schauen, wie ich hier lang fahre. Also, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Morgen. Ja, hier habe ich einen schönen Biwakplatz für Kajaks und Kanus gefunden. Ja, mit schöner Grillstelle oder besser gesagt Feuerstelle. Die Platzordnung, die ist besonders wichtig. Aber so, das ist schön. Kann man direkt vom Wasser da vorne anlanden. Und hier schön auf die Wiese und sein Zeltchen aufstellen oder was auch immer dabei ist. Wie heißt, ah, da steht auch ein Name. Da drüben sind so schöne alte Bootsschuppen. Ich weiß gar nicht, ob die noch benutzt werden. Sehen auf jeden Fall alt aus. So, dann würde ich sagen, fahre ich mal weiter. Da vorne steht mein Fahrrad. Total nasse Turnschuhe. Die Wiese ist noch nass. Thank you.
Was haben wir denn da? Ein Ausflugsschiff? Der, wie heißt er? MS Klabauter? Mann. Ah, da hocken sie gemütlich. Auch schön. Da waren ganz liebe Leute, haben mir gewunken. Und da drüben ist das alte Schleusengebäude, aber man kommt nicht dran. Auch von der anderen Seite ist Baustelle momentan. Erstmal wieder hier hochkraxeln. Na, ist ganz schön Betrieb da unten. Ja, da bin ich jetzt mit dem Fahrrad von der Straße, naja, gute 2 Kilometer reingefahren. Aber der Weg geht da jetzt nicht weiter. Da muss ich wieder umdrehen. Hier kam ich vorhin hoch, die Treppe. Naja, Treppe, die Stufen. Hier vorne habe ich mein Auto, ja, mein Fahrrad geparkt. Und jetzt mal gucken, ob wir da unten noch dran kommen. Ja, sieht ganz gut aus. Die Schleuse. Ja, weiter kann ich leider nicht rein. Ja, so ein cooles Hausboot. Wie heißen die? Hausboote.de Vermietungen. So, dann mache ich mich mal weiter. Mal schauen, was auf dem Plan so als nächstes steht, was ich noch finde. Also, bis später. Hier habe ich ein wunderschönes kleines Plätzchen gefunden. Mache ich gerade eine kleine Pause. Die Sonne, die strahlt so schön hier rein. Das ist ein schönes Farbenspiel. Hier auf der Wiese, überall die Schatten der Bäume. So, ich mache jetzt gerade mal hier eine Pause und nachher, wenn es wieder was gibt, dann schalte ich euch dazu. Oh, ist das hell hier. Also, bis später. Sehr schöne Wege hier. Zwar nicht optimal für ein Trekkingrad, aber trotzdem, sowas macht mir Spaß. Besser wie auf der Straße fahren. Was haben wir denn da? Einen schönen Rastplatz für die Fahrradfahrer. Wunderbar hier. Gibt es erstmal einen Kaffee und ein Brötchen. Also bis jetzt war ich ja hier oben in der Gegend immer nur zum Kajakfahren. Ich meine, das habe ich gestern auch schon gemacht. Habe ich aber bis jetzt noch nichts aufgenommen.
Aber mit dem Fahrrad, ich muss sagen, absolut schön hier oben zum Fahrradfahren. Mal was anderes. Und deswegen, wie ihr das ja von mir kennt, ich plane mir da nicht unbedingt immer irgendwas, wo ich jetzt genau hinfahre. Ja, ich gucke mir das so während der Fahrt immer so auf Google Maps an, die Wege, und entscheide dann spontan. Und im Grunde ist das eigentlich das Beste, was man machen kann. Spontan sein ist gut. Und so kommt man auch immer wieder auf irgendwelche schöne Fleckchen, die man vielleicht sonst gar nicht gefunden hätte. Und Leute, ich sag's immer wieder, nehmt euren Dreck mit. Ja, was ich in den letzten Monaten Dreck im Wald gefunden habe, das darf man keinem erzählen. Brötchen von gestern sind zwar ein bisschen matschig, aber geht. Mist. Ich hatte doch mir irgendwie vorgenommen, ein Ei mitzunehmen, hart gekocht ist. Habe ich das doch vergessen? Anscheinend. Naja. Die gute Leone. Man kann sie mal essen. Bei so Ausfahrten ist das in Ordnung. Wie wird der Roland machen? So, jetzt gibt es noch den Kaffee. Oh, das ist ja alles noch so heiß. Da muss ich noch ein bisschen warten. Und nach dem Kaffee räume ich mich hier wieder zusammen und dann geht es weiter. Ne? Ne, wa? So, dann würde ich sagen, bis später. Ciao, ciao.